Hallo und herzlich willkommen zum letzten Match im King of the Ring der Herren. Damen kommt auch noch. Das kommt aber hier nach. Deshalb das letzte Match jetzt. Stone Cold Steve Austin gegen The Rock. Und wen nehmen wir da? Nehmen wir Stone Cold oder nehmen wir The Rock? Man weiß es nicht. Ich nehme Stone Cold. Komm, leg Arsch. So, Arena wählen. Download Arenen kann man wohl nicht nehmen, wie es aussieht. Schade, das habe ich mir extra in. Das habe ich mir extra eine Download Arena genommen, also eine selbst erstellte. Und kann sie nicht nehmen, das ist natürlich behindert. Das ist ja kacke. Das ist ja mal so richtig scheiße. Ne? Aber, nun gut. Dann nehmen wir. Boah, weiß ich jetzt echt nicht. Jetzt bin ich echt überfragt. Können wir vielleicht SummerSlam nehmen? Der richtige King of the Ring gibt's ja nicht. Gibt ja nur diese Pay-Per-Views hier halt. Ja, und war SmackDown halt. Also, sprich, hier gibt's ja Money in the Bank und Battlegrounds, Payback, Night of Champions und so weiter und so fort. Und. Ach komm, wir nehmen jetzt SummerSlam, leck Arsch. Hab ich die jetzt auch genommen? Jo. Alles vom letzten Jahr, ne? Alles 14 hier, man sieht. Ja gut, War und SmackDown verändert sich nicht. Next, wie auch Superstars nicht. Ansonsten ist alles vom letzten Jahr. Jo. Also hier, das ist von diesem Jahr sogar. Main Event ändert sich auch nicht und Next Arrival dementsprechend auch nicht. Egal, wir legen jetzt endlich mal los hier. Sehr schlimm. Nur das im letzten Match. Darfst du keinem erzählen hier. Und Extreme Rules wieder, dass ich, wie gesagt, draußen, habe ich in den letzten Parts schon gesagt, dass ich draußen nicht ausgezählt werde. Kann ja durchaus mal passieren. Live in LA. Das passt ja. The following contest is an Extreme Rules match. Making his way to the ring from Victoria, Texas, weighing in at 252 pounds, the World Heavyweight Champion, Stone Cold Steve Austin. Oh my gosh! I can hardly. Oh my gosh! Hey. Ey, die Kommentatoren, ey, die sind irgendwie so total lächerlich hier in dem Spiel. Ich weiß auch nicht. Die wirken so. Ich weiß nicht, so plastisch? Kann man das sagen? Weiß ich nicht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, weil das hört sich so komisch an bei denen. Vor allem, die sitzen ja da unten, ja? Die sitzen ja da unten. Ne? Das sind ja die. Aber irgendwie dann doch nicht. So. Weil wenn die reden. Die da unten, die sind davon total unabhängig. Also, ja. Aber ich werde diesmal nicht unterbrechen, wie ich das vorher gemacht habe, weil das ist jetzt hier das letzte Match. Deshalb werde ich das mit Absicht eben nicht machen. Weil. Darum halt. So. Ist das letzte Match? Ich meine, ne? Aber die mit den Unterhosen immer hier. Das finde ich ja so lächerlich irgendwie im Wrestling. Dass die irgendwie nur so. Ja. Unterhosen anhaben. Für mich sind das Unterhosen, tut mir leid. Nichts anderes. Viele haben sie nicht an, ne? Wenn man ehrlich. Also, ja. So, die Zeit zählt da runter, also. Ich könnte jetzt unterbrechen, aber nein, ich mach's natürlich nicht. Weil, na, das ist das letzte Match, ne? Das soll ja schon ordentlich ausgetragen werden. Ja, ja, du mit deiner Unterhose. Ja gut, ja, beide Unterhosen haben. This is gonna be fun to watch. Zack. Ich hab schon wieder vergessen, den Schwung runterzudrehen. Ich hab den auf. Ach, scheiße. Na egal, jetzt ist jetzt so, jetzt muss ich damit jetzt leben.
Hab vergessen, den Schwung runterzudrehen. Jetzt bin ich auf volle Pulle eingestellt. Das hatte ich aber nur gemacht, weil ich mal so ein Probeding machen wollte, um mal zu gucken, wegen dem OMG-Moment. Aber irgendwie ist das gerade hier so total lustlos. Also das Publikum, das... Ah, geht doch. So, na siehst du, jetzt habe ich mir jetzt schon den Siggi. Ach stimmt, der Siggi war ja so. Lutes. War ja was. Da war ja was. A perfect Stone Cold Stunner. Yeah. Here we see it from this angle. Oh, wir gehen mal raus. Was machen wir denn? Guck, das sind nämlich die drei da, ja, das sind eigentlich die Moderatoren. Aber die sind total unabhängig von denen, was man so an den Moderatoren hört. Und das ist eben das Kuriose an der ganzen Sache. It all started in 1988 when SummerSlam emanated from New York City. The main event for that inaugural event, the Mega Powers versus the Mega Bucks. Oh, na gut. Das ist halt das Spiel, das. Aber das, ich hoffe, dass sie das irgendwann mal ändern. Weil, wenn, dann sollte es schon hinhauen, ne? Sollte er schon wenigstens ein bisschen stimmen. Really pushing his opponent to the limit here. Well, we're on the move here. Scheiße, zu spät. Oder war es zu früh? Ich weiß gar nicht. Ich hab jetzt nicht aufgepasst. Oh, and a terrific reversal by Steve Austin. So, mein Freund. Ach, der hat keinen Omk. Er hat kein OMG. Ach nee, ich kann nicht, weil ich ein Dings hab. Deswegen, weil ich ein Signator habe. Wahrscheinlich. Ich hoff's, dass es jetzt daran lag. Jo. Okay. Dann geht's jetzt los. Mein Freund, Doc. Oh, Alter. Das ist mal krass. Das ist jetzt echt mal krass. Platz! Was? Platz? Wie Pity Platz? Nee. People have been wanting to see these guys go at it for a long time, and by the sound of it, schon krass. Ja gut, so ein Ellenbogen in der Fresse ist auch krass. He's in full on attack mode now. Alter, das muss er schon richtig wehtun. I'd say that's more embarrassing than anything else. Oh, that was sharp. Speed and athleticism contributed to a perfect sweep and a frustrated opponent. Aua. So gut. Aua. Ah, scheiße. Steve Austin doing a great job of turning that around. Nein, jetzt hör doch auf. Am Arsch. Today, too fast. Oh, warte mal. Daneben. God, there was nothing accurate about that attempted offense. Oh, you're being too kind. Some people would use other words to describe what we just witnessed. Steh auf. Oh, mein Freund. It all started in 1988 with SummerSlam emanated from New York City. The main event for that inaugural event, the Mega Powers versus. Glaub, echt, es hackt, ne? Aua! Wie? Schon wieder so früh? Oh. You gotta be kidding me! What a slam! Hallo? Ich bin tot. Nee, doch nicht.
Oh, and a terrific reversal by Steve. Austin taking him out with the Stone Cold Stunner. One of the greatest moves in the history of WWE. Oh, ich glaube, das war's jetzt, oder? The shoulders are down. Sag ich doch. He did it. What a huge win. Wir haben einen King of the Ring. And here's just some of the action we saw during the match. Das Ding, das war echt krass, Alter. Auf dem Tisch, Alter. Voll durch den Tisch gerotzt. That match was incredible. Da hat The Rock irgendwas Böses mit mir angestellt. Oder war ich's? Ja. Ach, das war der Stunner. Ah, okay, das war jetzt das Ende schon. Okay. Here's your winner, Stone Cold Steve Austin. And Steve Austin walks away with the win. Man, you can bet there's going to be a celebration tonight. No surprise there. That was exactly what we expected when the match was announced for SummerSlam. What an incredible effort all around. Somit haben wir jetzt den King of the Ring. Und das wäre Stone Cold Steve Austin. Irgendwie keine Sequenz, nix, oder wie jetzt? Sie verarschen, ne? Ey, das ist ja mal assi. Ey, im letzten Teil gab es da noch eine kurze Sequenz. Und hier haben sie es jetzt. Ich bin so total enttäuscht von 16, bin ich ganz ehrlich, weil vieles einfach weggenommen wurde, was im letzten vorhanden war. Aber, na egal. Jedenfalls war es das von dem King of the Ring Turnier der Herren. Das Damenturnier folgt dann im Anschluss. Also morgen. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss, und wenn ihr vielleicht gegen mich kämpfen wollt, dann ja, kontaktiert mich, und ansonsten bin ich raus und ciao.